Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Dienstag, den 16.02.2016. Mein Name ist Dennis Gürtler, diese Ausgabe wird Ihnen von Directbroker-FX.de präsentiert. Wir blicken heute auf einen etwas schwächeren DAX zurück, minus 0,5%, aktuell tickt er im roten Bereich, also knapp unter der 9200er-Marke hier. Der m aktuell bei 18.500 Punkten und äh, klar, der Tech-DAX zieht natürlich dann ebenfalls in die Richtung auch ein knappes halbes Prozent im Verlustbereich. Der Dow Jones tickt aktuell unverändert. Wir konnten zwar heute in der Nacht einiges noch hier ansteigen, das gab er aber wieder ab. Das waren hier knappe 80 Punkte. Ist also da, wo er letztendlich hier auch gestern Abend dann im, aus dem Markt gegangen ist. Also keine nennenswerten Veränderungen. Der starke Anstieg der letzten Tage. Ist natürlich so ein Problemfaktor. Ich würde hier frühestens wieder ab der 15.980, ab der 16.000er Marke im Markt agieren. Das Gleiche findet sich im Übrigen aber auch im SP 500. Auch da sind wir weit gelaufen. Eine erste korrektive Tendenz hat hier stattgefunden, nämlich der Abverkauf von heute Morgen 8 Uhr, 7 Uhr. Aber das ist jetzt so gesehen nur eine Korrektur, muss man ganz klar sagen. Und diese Korrektur würde ich halt eben erstmal kommen lassen und erst bei 1870 Punkten ähnlich wie im Dow Jones hier aus diesem Bereich heraus handeln. Das ist von der gesamten Aufwärtsbewegung aus gemessen, auch gerade so mal das 38er Retracement. Also das ist das Minimum an Bedingungen, das er hier machen sollte. Er ist zwar noch gut unterstützt bei 1880 Punkten, aber die untere Unterstützung ist durchaus qualitativer, würde mit dem Gap Close, das wir hier am 15.2. gerissen haben, würde das Gap Close schließen und mit dem Gap Close wäre dann auch die Wahrscheinlichkeit, höher, dass wir hier wieder steigende Kurse hätten. Gleiches gilt im Übrigen auch für den Nasdaq. Hier in einer etwas anderen Ansicht, diesmal mit dem Rainbow Template. Da wäre ich bereit, dann erst bei 4.040 Punkten in den Markt zu gehen. Ansonsten wäre eine kleine Short-Position vorher bei 4.120 Punkten relevant. Aber ja, nur solange er hier unten das Tief nicht gesehen hat. Also in dem Moment, wo er jetzt wenn er die Korrektur fortsetzt auf die 4.040 dann, 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 er könnte noch die 4020 antesten, aber spätestens in diesem Bereich sollte der Markt dann long gehen. Das heißt, da haben wir einen stärkeren grünen Unterstützungsbereich hier dargestellt. Und von daher, da wäre dann auch aus meiner Sicht der geeignete Zeitpunkt. Was den DAX auf dem H1-Chart anbelangt, ja, der kann sich hier ein bisschen am letzten Hoch stabilisieren. Das waren die Aussagen von gestern. Und wir sehen hier, dass der maximal jetzt 40 Pünktchen gemacht hat. Vor dem Hintergrund, dass die amerikanischen Indizes durchaus noch korrigieren könnten, sollte man natürlich auch hier im Blick haben, dass der Markt nochmal in den Bereich des Gap, der Gap-Eröffnung bei 9000 Punkten kommt. Und daher würde ich erstmal keine Long-Position hier initiieren. Wir haben auch vom Tief aus bereits auch schon wieder knappe, naja, 600, 590 Punkte gesehen, also inzwischen eine kleine Korrektur kann er hier schon mal machen. Und im Eurostox ist so gesehen, das Marktmuster wie folgt zu interpretieren, ich erwarte hier jetzt auch eine Korrektur in dem Bereich, circa hier, kann auch vielleicht ein bisschen ansteigen aber so in dem Bereich von rund 2890 Punkten erwarte ich eine Korrektur bis in den Bereich von 2772 und ausgehend von diesem Level sollte er dann noch mal hier nach oben steigen in Richtung 3000 Punkte, aber erstmal irgendwo hier lauert die Korrektur und ich würde erst aus der Korrektur hier unten kaufen, wie eben schon im Nasdaq beschrieben. Heute die Energieversorger im Blick, E.ON mit 4% fast im Minus. Also da geht es deutlich bergab, ist neben, dem, neben der Deutschen Bankaktie auch einer der Verlierer. Ähm, wir hatten ja gesagt, die Deutsche Bank, darauf gehen wir dann nachher nochmal ein, die kann hier unter Druck geraten. Die Deutsche Bank auf dem Stundenchart und das sieht man hier relativ deutlich schön abgeprallt an dieser Marke, also für alle, die, die in der Deutschen Bank aktiv werden wollen. Long-Positionen sind frühestens relevant ab 16,50 und vorher ist das Ganze noch sehr, sehr fragil. Aber kommen wir zurück zu den Tagesverlierern. Ähm, wir haben hier eine Seitwärtsphase, die sich momentan ausbildet und das ist eben wichtig für die Zukunft, denn jetzt lässt sich eine konkrete Aussage treffen. Der Markt schafft es hier nicht mehr nach höhere Hochs und höhere Tiefs auszubilden, sondern pendelt eben in der Range. Das bedeutet, unter 7 Euro sollte der Markt deutlich fallen. Das wäre dann die nächste, ich sage mal, schreckens. Schreckensniveau für alle Long-Positionierten und das Freudenniveau für alle Short-Positionierten, weil wenn die 7-Euro-Marke fällt, haben wir diese Seitwärtsphase ebenso mitgebrochen und dann kann es relativ schnell in Richtung 3, 4 Euro gehen. Ansonsten, Long-Tendenzen sind frühestens ab 10, 20 zu erwarten. Also jetzt gespanntes Warten, wohin der Kurs gehen wird. Der Short überwiegt, weil der Trend weiterhin übergeordnet Short ist. Aber nun gut, wir werden schauen, wohin sich das entwickelt. Wenn er die 10, 20 brechen kann, dann hätte die Aktie wiederum Potenzial bis 11,40 ansteigen zu können. Sind auch Minimum 10 Prozent, also das heißt 10 Prozent Aufwärtspotenzial sind zu erwarten ab 10,20 und locker 30 bis 40 Prozent Abwärtspotenzial unter 7 Euro. Das ist ja schon mal eine Ansage. RWE genau im gleichen Fällt. Wenn RWE hier über 14,30 ansteigen kann, ist Platz bis 18 Euro. Das ist aus dem übergeordneten Kontext hier das wichtige Durchbruchsniveau gewesen. Bis dahin wäre dann die Möglichkeit einer Erholung. Geht es hingegen unter die Tiefsstände, also das ist ein erstes Zeichen, wenn er diese kleine Seitwärtsphase bricht, dann ist das ein sehr, sehr negatives Zeichen und vor allem, wenn er neue Tiefs macht. Also, unter 10, 20 kann man davon ausgehen, dass er nochmal auf die 9 geht. Und unter 9 droht dann auch hier ein locker zweistelliger prozentualer Verlust. 20, 30 Prozent Abwärtspotenzial wären dann möglich. Also, abwarten auch hier. Momentan bildet der Markt ein Plateau aus, beziehungsweise eine trendlose Phase. Und in dem Moment, wo er sich entscheidet, wird es wieder interessant. Warum? Na, weil dann Bewegung zu erwarten ist. Wir hatten auch hier eine schöne trendlose Phase oder wir hatten sie auch beispielsweise hier. Und gerade wenn er sich dann entscheidet, wenn er dann nach oben oder nach unten ausbricht, dann hat man in der Regel relativ langlaufende Möglichkeiten. Ohne so gesehen sich Gedanken zu machen, zu müssen, wie lange das läuft. Das heißt, wenn er jetzt nach unten ausbrechen sollte, wäre der Short unter der 9-Euro-Marke relevant und der Long ist qualitativ nicht so hochwertig, hätte aber dann die Möglichkeit, zumindest bis 18,50 Euro zu laufen, wo da dann auch der nächste übergeordnete Short wäre. Das wäre so die Aussage für die Aktie. Dieses Konzerns. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.